So, und damit geht's weiter mit Grid und damit herzlich willkommen zurück mit den City Night Challengers. Let's go! Zwei Rennen, die uns anstehen und wir haben einige Fahrzeuge zur Auswahl. Ja, und ich nehme den ersten Martin und habe ich gerade da auf den Wagen ein bisschen Bock drauf. Und wir haben zwei Strecken. Wenn ich es richtig sehe, Shanghai und Paris. Zumindest haben wir hier einen Time Attack. Also das heißt, zwei Runden Zeit, die schnellste Runde zu fahren. Das heißt, sie sollten wir auch fahren. Und damit ist, glaube ich, jetzt auch egal, wie die Platzierungen aussehen, so ich das richtig sehe. Eine Time-Attack müsste eigentlich, du müsstest nur die schnellste Runde irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, das versuchen wir doch auch mal. Wir begrüßen Sie zur heutigen Veranstaltung aus Shanghai. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Wir haben heute große Taten. Okay, ja. Tut mir leid, ich glaube, es geht jeden Moment los. Oh, der rollt schon den Wagen. So, let's go. Muss ich jetzt auch schon. Also, wenn ich wirklich. Geh mal da weg! Das ist ein Porsche vor mir. So, die Zeit läuft schon. Das Problem, das hat uns richtig Zeit gekostet, dass wir da nicht vorbeigekommen sind. Du hast es schon mit mir, ne? Du hast es echt mit mir. Du willst nur nicht, dass ich an mir vorbeikomme an dir. Eben bist du schon wieder ein Scheiß belohnt für heute mit dem Rennen. Jetzt willst du mir die Zeit kaputt fahren, oder was? Dass ich nicht vorne rankomme. Aber wir sind momentan auf 1, wenn ich es gerade richtig sehe. Zumindest die Zwischenzeit. Ne, der lässt es nicht vorbei. Der macht so zu regelmäßig. Schau doch mal ab jetzt endlich hier. So, die erste Zwischenzeit. Ach ja, wie gesagt, wir waren ein bisschen dazwischen gereicht da. Weil das natürlich extrem viel Zeit gekostet hat, aber gut, die hast du wahrscheinlich schon im Ziel. Im Gegensatz zu uns wahrscheinlich schon Zeiten. So, mal gucken, was die Werte ist am Ende. Platz 1, ja, okay. Ach mein Gott, ey, hör mal auf dieses penetrante Wegfahren. Komm mal mit meiner Zelle, lass mich nicht vom. Dieses penetrante, ich muss dir vor die Nase rumfahren. Das geht mir auf den Sack gerade. Hau ab, Mann. Meine kümmern. Soll ich, ja, das ist halt das, was mich wieder ankotzt. Das kostet mir wieder Unmengen Zeit. Wenn sie einem so vor der Nase rumfahren, hat immer ein kleiner, schnelleres Auto vorbei, mich vorbeizuwinken. Ja, er hat es gut gemacht, ja. Er hat es jetzt gerade schön vorbeigeworfen. Die zwei Heinis da, die wollten nicht. Die haben gesagt, nö, dass ich nicht vorbei. So, Zwischenzeit ist wieder positiv. Halbe Sekunde, na gut, jetzt können wir uns was holen. Aber trotzdem wird das wieder Unmengen Zeit gekostet haben. So, der ist schon mal durch und damit ist der Teamkollege nur noch vor uns. Größtenteils zumindest. Ich hoffe, dass der nochmal eine Zeit gesetzt bekommen wird, bitte. Weil der ist weit weg jetzt. Daher ist es eh egal. Aber ich bin jetzt erstmal durch das ganze Feld dadurch. Und jetzt zählt's. Krieg reicht das für Platz 1? Ja, wir haben nochmal eine Bestzeit gesetzt. Ja, aber dieses Penetrante, ich muss dir vor der Nase rumfahren. Ich lasse dich nicht vorbei, ist egal. Das ist halt das, was mich ein bisschen nervt. Fünfter also geworden am Ende. Oh, ist okay. Schade, ich hätte nichts weiter vorne gehen gesehen, aber da kann sich eh nichts ändern.
So, nächste Rennen ist Paris auf den Champs-Élysées. Eine neue Variante der Strecke, die uns jetzt nochmal ans Haus steht. Jedenfalls wieder Time Attack, 2 Runden Zeit. Das ist dann noch das letzte Rennen für diese Aufnahmesession. Ich mache ja meistens nur 4 Rennen. Meistens, manchmal mache ich auch 5, aber jetzt machen wir 4. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg. Okay, darauf kommen wir gleich zurück. So, dann haben wir's. Auf geht's. Der Time Attack, 2 Runden Zeit. Gib ihm. Und da vorne ist das erste Auto schon, der uns ein bisschen im Weg stehen könnte. Vorbeigedrückt habe ich mich, aber kann er noch mal hinkontern? Ja, kann er noch mal kontern. Und gib mir noch einen mit. Aber da kann er nicht allzu viel für. Ist schon ringsum ein bisschen rausgekommen, also daher ist alles gut. Ich wollte kein absichtliches Wegrammen. Diesmal war okay. So, Hauptsache wir führen. Die erste Zwischenzeit sagt zumindest mal schon. Ja, das ist das Problem. Dann kommt sie jetzt weit raus. Bleib doch auf deiner Linie, bitte. So, vorbei. Hinten flattert schon ein bisschen die Schornsteinstange. Die wird sich wahrscheinlich im Laufe des Rennens auch lösen. So. Ah, oh, so schön mit dem Feuerwerk da vorne. Und das wird doch nicht so beschissen mehr. Ich glaube, das ist auch wieder eine neue Variante der Strecke. Wenn ich das richtig zumindest sehe. In Paris sind wir schon gefahren, aber die Strecke ist halt eine andere. Ja, schau, ja, ist immer eins andere, ist eine andere Variante. Auch mal cool. Ja, wie gesagt, toll. Ich meine, Paris ist eine schöne Stadt, aber bei, weiß Gott, nicht ganz billig. Wenn du da mal locker fürs Parken eine Stunde 10 Euro bezahlst oder mehr, das ist schon. Da bist du schon ein bisschen, ist man schon günstig dabei. Auch fürs Essen, da bist du bei 10, 12 Euro, wenn du da normal frühstücken gehst, dann ist ein englisches Frühstück. Was ist da locker? Ich glaube 12 Euro oder so, was für eine pro Person gekostet hat. Also, ja, man merkt es auf jeden Fall. So. Ja, gut, Paris gehört halt zu den einer der teuersten Strecken der Welt. So, jetzt hoffe ich, dass ich an dem Auto noch vorbeikomme, dass ich dann. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Ich hasse sowas. Ne, ich muss auch rüberkommen, damit der nicht von bloß nicht vorbeikommt. Ja, das kostet wieder Zeit. Also das ist wahrscheinlich das Ziel der Leute. Warte mal, wenn es mir Zeit kostet, kostet es dir auch Zeit. Also ich fährst keine beste Runde. Ich bin auf 3. Ich hoffe, dass er die Zeit noch mal geknackt bekommt. Meine Zeit wird wahrscheinlich keiner zu kriegen. Die 1,46, die wird fest da vorne bleiben. Ich bin wieder ein bisschen Windschatten da vorne. Der hängt nämlich hier vorne jetzt in der Kurve rum. Wir kommen aber gar nicht mehr, weil wir sind vorne schon durch. Ich glaube, es reicht auch nicht für eine neue Bestzeit. Ich glaube, es hat nicht für eine neue Bestzeit gereicht. Dafür hat der Kollege uns ein bisschen zu sehr aufgehalten. Ne, hat auch nicht gereicht. Das war die erste Runde, die uns diesen Platz geholt hat. Schade, aber okay. Dann müssen wir halt damit leben. So.
So, okay, dann haben wir das Ding durch. Die City 9 Challengers haben es abgearbeitet. Klar, mit 2 Siegen sollte klar sein, wer vorne steht. Ja, ein Rennen haben wir ein bisschen verkackt. Ein Rennen haben wir ein bisschen verkackt. Aber gut, da hattest du eine die ganze Zeit da auf dem Gewissen gehabt. Gut, dann sind wir durch und mit dem Master of the Suite sehen wir uns dann morgen an um 14 Uhr. Bis dahin und just by quit.